Inside Campus Wieselburg. Der Podcast von Studierenden für Studierende. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Team Limitless. Mein Name ist Kevin und neben mir sitzt der Michi. Hallo, ich bin der Michael. Ja genau, gemeinsam wollen wir heute eigentlich mit euch in diese wunderschöne Mountainbike-Welt ein bisschen eintauchen und haben heute niemand Geringes mit uns als Katrin Stör bei uns im Studio, die uns heute natürlich ein bisschen durch diese Podcast-Folge begleiten wird. Sie ist ein richtiger Pro in der Mountainbike-Szene und hat letztes Jahr sogar in der Enduro-Tirol-Tour den ersten Platz erreicht. Also Respekt, Katrin. Applaudieren wir ein bisschen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was Enduro überhaupt ist und wer Katrin Stör ist. Unter Enduro versteht man generell jetzt eine Kombination von mehreren Downhill-Rennen, die an unterschiedlichen Tagen gefahren werden. Die jeweiligen Rennzeiten werden dann dementsprechend am Ende des letzten Rennens zusammengezählt und die schnellste Zeit hat dann eben auch gewonnen. Also sprich, Enduro ist so wie im Skifahren die Disziplin Slalom, nur aber mit mehreren Durchgängen. Stimmst du mir da etwa zu, Katrin? Ja, so ungefähr. Nur, dass halt verschiedene Strecken gefahren werden und nicht immer die gleiche. Ja, zu Beginn, erzähl uns doch ein bisschen etwas über dich, Katrin, was unsere Zuhörer ein besseres Bild von dir machen können. Genau, ich bin die Katrin Stör und was mich ausmacht, ist, dass ich einfach seit ich denken kann, eigentlich schon Rad fahre und vor allem auch im Mountainbikesport sehr stark verwurzelt bin. Das liegt daran, dass ich einfach schon, seitdem ich 3 bin, auf dem Fahrrad sitze und seitdem ich 5 bin, Rennen fahre. Diverse Disziplinen etc. Vielleicht kommen wir da später eh noch drauf. Aber ansonsten bin ich 26 Jahre alt, lebe in Innsbruck und studiere eigentlich Architektur. Bin mittlerweile im Master, relativ fortgeschritten schon. Und arbeite nebenher noch in einer Skimanufaktur, wo ich Grafikdesignerin bin. Und genau, und alle Zeit, die mir dann noch bleibt, die versuche ich möglichst auf dem Fahrrad zu verbringen oder im Winter halt auch auf Skitouren und so weiter. Genau, das geht ja alles hier sehr gut. Und eben das Rennenfahren ist auch ein großer Aspekt noch, der war auch schon mehr in meinem Leben, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden zwischen Rennen und Spaß. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend schon. Wie du ja weißt, dreht sich dieser Podcast eigentlich über die verschiedensten Adrenalinkicks und die Mountainbike-Welt selbst. Deswegen unsere Frage jetzt, was ist das mit Abstand adrenalinreichste Erlebnis, das du bisher in deinem Leben gemacht hast oder was dir jemals passiert ist? Wie würdest du das Gefühl dieses Adrenalinkicks auch beschreiben? Ja, gute Frage auf jeden Fall, weil an sich ist ja alles mit Adrenalin verbunden und vor allem natürlich auch die Rennen. Also mir fällt jetzt direkt eigentlich die Situation ein, dass du am Start stehst und mit einer gewissen Rennerfahrung hat man ja schon, weiß man, was auf einen zukommt. Aber dieses Adrenalin, was dann kickt kurz bevor du deinen Rennlauf hast, wenn du da im Starthäuschen stehst, das ist verrückt, weil man ist wirklich irgendwie, man wandert ein bisschen aus seinem Körper heraus und versucht sich so arg zu fokussieren, dass das wirklich, dass man nur noch das Piepen vom Startsignal hört und dann startet man. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Hochpunkt, was das angeht. Und vielleicht so eine Downside, die mir einfällt, ist, kennt sicherlich jeder, der auch andere Sportarten betreibt, dass man eben mal einen Sturz hat oder so und dann direkt wieder aufs Fahrrad springt und einfach komplett voller Adrenalin denkt, ach, mir geht's ja gut. Und da habe ich schon diverse Erfahrungen gehabt, dass es einem tatsächlich dann doch nicht so gut geht, wie man dann in dem Moment gerade denkt. Und das ist schon krass, was das alles so macht. Also du hast angesprochen, am Start kickt eigentlich schon dieser Adrenalinkick eigentlich so kurz hinein. Hast du irgendwelche Vorbereitungen am Start, die du speziell eigentlich machst? Oder gehst du einfach ganz normal immer in dein Rennen hinein und voll fokussiert? Ja, normalerweise habe ich da schon einen relativ strukturierten Ablauf.
Das Warmmachen vorm Start ist eben extrem wichtig, dass man nicht kalt in das Rennen startet. Das ist vor allem für mich auch wichtig, einfach um mich mental darauf vorzubereiten. Und da habe ich es am liebsten eigentlich, dass ich in Ruhe kurble. Zum Beispiel habe ich auch einfach starke Nervositätsprobleme vorm Start, weil man hat ja ganz viele, man hat ganz viele Erwartungen und ja, man denkt einfach so, ich muss da jetzt liefern und was ist, wenn ich einen Fehler mache? Und da möchte man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Aber man tut es trotzdem, man ist nervös. Und ich habe da für mich den Trick gefunden, dass sobald ich meinen Fahrradhelm aufhabe, oft ist es ja dann ein Vollvisierhelm, da geht es mir dann gut. Und das heißt, es kann gut sein, dass ich dann einfach schon beim Warmfahren meinen Helm aufziehe und dann bin ich wie in meiner Konzentrationshöhle. Und genau, und mich möglichst vielleicht entspannt mit anderen unterhalte noch. Es stehen ja oft auch mehrere andere Leute noch am Start. Und genau, versuche mich nicht nervös zu machen und eben alles aufzuwärmen. Ja. Das heißt, der Helm ist eigentlich deine Bubble, in der du dich befindest eigentlich. Also, voll, ja. Also, das ist eigentlich deine eigene Welt. Ja, voll. Es gab auch mal so einen witzigen Kommentar, weil ich habe halt Probleme vorm Rennen auch zu essen. Einfach, weil ich will nichts in meinen Magen reinkriegen. Und dann sitze ich 2-3 Stunden vorm Rennen da und habe immer noch nichts gegessen und meint halt, ich bin so nervös, ich krieg nichts runter. Und dann hat ein Freund mal zu mir gesagt, ja, dann zieh doch jetzt schon deinen Helm auf. Aber ich glaube, so funktioniert es dann auch nicht. Ja. Aber so Musik oder so hörst du gar nicht eigentlich, oder? Also du wärmst dich nur kurz auf mit diesen Pedals eben und setzt den Helm auf, ja, den Gitschab. Musik mal so, mal so. Also ich habe halt ungern eigentlich so viel Zeug mit dabei. Und da ich jetzt keinen Trainer oder Team um mich herum habe, die dann mir zum Beispiel Kopfhörer und Handy und so weiter abnehmen würden, habe ich einfach irgendwie dann verzichte ich darauf, einfach weil es irgendein größerer Aufwand wäre, wo packe ich jetzt die Kopfhörer noch hin. Genau. Was wären denn deine größten und persönlich wertvollsten Erfolge beim Enduro- und Mountainbiken? Wieso haben sie dann generell so einen großen Stellenwert dann für dich auch? Also in erster Linie bin ich sehr stolz eigentlich darauf, dass ich meine Downhill-Karriere aufgehört habe mit einem 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, das gibt mir einfach ein bisschen Bestätigung, dass das auf jeden Fall die richtige Richtung war. Und es gibt ja auch so den Spruch, wenn es am besten ist, soll man gehen oder soll man aufhören? Stimmt, ja. Und das habe ich da so ein bisschen für mich drin gesehen, weil der Downhill-Sport, der hat mir gut gepasst, aber der hat viele Komponenten gehabt, die ich schwierig fand und jetzt im Enduro-Sport finde. Und daher ist es schön, so viele Jahre des Rennenfahrens so abzuhaken mit so einem Erfolg. Und dann habe ich über Enduro nachgedacht und da muss ich sagen, jedes einzelne Rennen finde ich ein Erfolg, was natürlich mit einer guten Platzierung endet und aber auch mit allem drumherum, mit dem Sozialen drumherum, mit der Location, mit dem Wetter einfach eine extrem tolle Erfahrung ist. Und wenn da alles stimmt, dann ist das eigentlich genau das, was ich möchte. Cool. Ich glaube, was uns spannend interessieren würde, wie du eigentlich zu dieser Downhill-Szene oder Mountainbike-Szene gekommen bist, weil du sagst jetzt, du fährst jetzt Enduro und vorher warst du Downhill, aber wie bist du eigentlich zu diesem Mountainbike-Sport gekommen und wo waren eigentlich deine Anfänge? Ja, meine Anfänge, die habe ich ja schon einen kleinen Einblick gegeben, waren, dass ich mit 5 Jahren mein erstes Rennen gefahren bin. Und das Ganze liegt daran, dass meine Eltern auch Fahrrad fahren und vor allem mein Vater, der ist auch schon Downhill-Rennen gefahren, weil im Prinzip, als der Downhill- und Mountainbike-Sport ein bisschen größer wurde, das ist ja noch kein uralter Sport so, da war er natürlich im Fahrradverein und als er dann mein Bruder, der ist 4 Jahre älter, und mich bekommen hat, sind wir eigentlich so bald wie es ging auch in diesen Fahrradverein gegangen. Das war dann halt unser Sport. Und mein Bruder ist dann eben im Jahr 2002, ja, ich glaube 2002 sein erstes Rennen gefahren. Und die ganze Family war natürlich am Start und ich als kleine Schwester habe so gesagt, ja, warum darf ich da eigentlich nicht mitfahren?
Also so richtiges, kleines Family-Business. Ja, richtig. Meine Eltern waren halt so ein bisschen überrascht und haben gesagt, ja klar, fahr halt mit. Und dann bin ich das nächste Rennen dann mitgefahren. Viel zu jung auch. Also da gab es nicht mal eine Altersklasse für mich in dem Alter, aber es hat gepasst und mir hat es Spaß gemacht. Und dann haben mich eben meine Eltern sehr stark unterstützt, mein Bruder ebenso. Und ich bin bis ich 14 war Cross-Country-Rennen gefahren, auch in der Bundesliga, also einfach Nachwuchsrennen. Und alles auch mit einem recht strengen Trainingsplan verbunden, bis ich mich entschieden habe, dass das dieses Trainieren und dieses am Ball bleiben, alles nach dem Plan und nicht wirklich nach Lust und Laune auch Fahrrad zu fahren. Also das Fahrradfahren ist ja so ein Leidenschaftspunkt, aber in dem Moment, wo man natürlich wirklich trainieren muss nach Plan, da gibt es dann eigentlich so, ja, man muss Kompromisse dann eingehen. Ja, da überwiegt das Muss eigentlich. Also da ist die Leidenschaft irgendwie daneben. Also wenn man wirklich nur trainiert und wenn dann, ja, wie du eben gesagt hast, das Erlebnis eigentlich vom Mountainberg, das ist dann voll da. Und wenn du trainierst und alles, dann wird es langsam zum Muss und zur Gewohnheit, glaube ich, oder? Genau. War das bei dir so? Genau, das war absolut bei mir so. Und dann habe ich eben, ich habe dann damals zu meinen Eltern gesagt, ich mag nicht mehr trainieren, das macht mir keinen Spaß. Und die haben mir dann eben gesagt, ja, wenn du nicht trainierst, kannst du auch keine Rennen mehr fahren. Und dann habe ich natürlich ein bisschen geschluckt und geweint und natürlich gemerkt, das ist dann das Ende. Aber habe es auch akzeptiert, weil ich wusste, das kann ich jetzt nicht, dieses Trainieren nach Plan. Und dann bin ich aber eben, ich habe dann 2 Jahre lang in der Schule Volleyball gespielt. Ganz andere Sache. Das haben halt auch alle meine Freunde gemacht. Und dann fand ich das voll scheiße eigentlich. Entschuldigung, aber habe es irgendwie vermisst, alleine Sport zu machen, so alleine, unabhängig von anderen, einfach mich aufs Radl zu setzen und ein bisschen durch die Welt zu treten und auch bergab diesen Kick zu haben von, ja, ich mache jetzt nicht hier eine Ballannahme und tu wieder irgendwie übers Netz schlagen, sondern einfach diesen Flow fühlen und so weiter. Genau. Mich noch interessieren würde, fährt dein Bruder eigentlich noch? Oder ist der jetzt schon voll, also wahrscheinlich hobbymäßig wird er schon fahren, aber fährt er noch in der Pro-Szene irgendwie so? Oder Kernszene? Leider nicht. Weil, das ist auch ein interessantes Thema. Ihn hat es auch sehr unter Druck gesetzt. Ja. Also da könnte er jetzt wahrscheinlich noch viel besser drüber reden, aber er ist auch World Cups im Downhill gefahren. Auch teilweise wirklich sehr gute Platzierungen erreicht in seiner Karriere. Und hat auch genau dieses Thema gehabt, was macht mir noch Spaß und was ist, also diese Gratwanderung zwischen Muss und Wollen, ne? Und genau die hatte ich ja auch. Und jeder muss da meiner Meinung nach so einen guten Mittelweg finden. Also genau, wie er es halt möchte. Ganz viele Rennfahrer, die ich kenne, die lieben das auch, dass sie jeden Tag aufs Neue aufstehen und wissen, was heute ansteht und so weiter. Aber wenn du da nicht der Typ für bist, dann musst du dir einen Weg suchen, glaube ich, der dich halt glücklich macht. Ja, stimmt. Weil du vorhin gemeint hast, dass du diesen Kick brauchst, wie würdest du generell deinen Lebensstil beschreiben? Wie schätzt du dann auch generell die Mountainbike-Szene bezüglich der Nachhaltigkeit ein? Mein Lebensstil ist, glaube ich, recht spontan und abenteuerlustig, abenteuerfreudig. Also ich bin einfach bei allen möglichen Dingen dabei, sei es auch neue Dinge auszuprobieren und einfach Hauptsache draußen Dinge zu erleben, im nahen Umfeld zu verreisen, Kurztrips zu machen. Genau, halt wie es die Zeit auch zulässt. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut auch zur Nachhaltigkeit zu sagen für die MTB-Welt, weil ich glaube, das ist, da muss man zweimal drüber nachdenken, weil so wirklich nachhaltig kann man das eigentlich nicht nennen, meines Erachtens, weil man ist doch viel mit dem Auto unterwegs und man benutzt Materialien, die sind, glaube ich, auch echt alles andere als nachhaltig und die werden in Ländern, Taiwan, Fernost, werden die produziert, haben extrem lange Schifffahrtswege und
ja, es ist irgendwie recht undurchsichtig, glaube ich, was man da eigentlich so macht. Und dann hat man natürlich auch noch dieses Klamottenthema. Das ist ja auch eh schon alltäglich, aber ich glaube, im Thema Sportbekleidung ist es auch noch mal ein ziemlich großer Aspekt. Ja, also schwierig, aber eigentlich auch, ich meine, wir machen was Naturverbundenes. Jeder, der diesen Sport macht, finde ich, sollte auch in der Natur einfach wissen, wie man dort zumindest mit Respekt auch unterwegs ist. Zum Beispiel, wir campen ja auch, und dass man da eben halt nicht seinen ganzen Müll einfach auf dem Parkplatz hinterlässt, sondern dass man halt guckt, dass man dieses Hobby einfach, dass man andere nicht verärgert und langfristig das ausüben kann. Aber und es ist vor allem auch von Natur schützt. Es ist auch so, ich glaube, beim Mountainbike ist gerade so diese Naturverbundenheit sehr, sehr groß. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Freeskiing oder Freesnowboarding. Dass einfach diese Naturverbundenheit so groß ist und dieses Naturerlebnis so wertgeschätzt ist, dass dieser Aspekt der Nachhaltigkeit immer mehr wird. Siehst du das auch irgendwo? Also in deinem Umfeld eigentlich? Weil bei mir war es so zum Beispiel, ich war in Innsbruck auf der Alpinmesse, wie wir schon gesprochen haben, und da habe ich sehr viele Personen gesehen in der Freeskiing-Szene, die halt auch sehr viel auf nachhaltig dann gesetzt haben. Die haben gesagt, die sind auch diese World Series, glaube ich, gefahren. Und haben dann gesagt, ja, diese Überseerennen, also in Kanada oder Amerika, haben es dann einfach auslassen. Also, ja, voll. Also ich glaube, das ist bei so World Tours auf jeden Fall nochmal ganz auf einer ganz anderen Ebene, weil du bist, wenn du halt einen World Cup fahren möchtest, bist du ja irgendwo verpflichtet, auch die Überseerennen zu fahren. Und dann ist es ein gewaltiger Schritt zu sagen, na, da fahre ich nicht hin. Klar, weil das Fliegen ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich versuche möglichst wenig zu fliegen und auch wenn es Autofahrten gibt, die möglichst zu reduzieren oder sich zusammenzutun. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch, da war ich eingeladen von einem Partner von einer Firma von mir zum Tegernsee. Da haben wir so ein Team-Event gemacht. Und der Tegernsee ist ja wirklich Katzensprung von Innsbruck aus. Und ich habe es mir kurz auf der Karte angeschaut, habe gesagt, fix, da fahre ich mit dem Fahrrad hin. Und dann bin ich mit meinem Hardtail-Mountainbike dorthin gefahren und hatte eine unglaublich schöne Tour. Anstatt, dass ich mich ins Auto oder in die Bahn setze und die Autobahn anstarre. Stimmt. Und das ist zum Beispiel sowas, was mich dann immer wieder beim Sport auch, also bei dem Radsport, auch in diese Naturverbundenheit reinbringt. Da wir jetzt im Rahmen unseres Projektes den Bezug zwischen der Modewelt und auch der Mountainbike-Enduro-Szene ermitteln wollen und sollen, wollte ich dich dementsprechend auch fragen, ob dir dieses Zusammenspiel bereits aufgefallen ist. Wenn ja, vermischst du beide Seiten? Trägst du beispielsweise Streetbekleidung beim Downhill-Enduro-Fahren? Ja, also ich habe darüber nachgedacht. Ich sehe super viele Freunde und bin auch selber oft im T-Shirt im Sommer einfach unterwegs, einfach ein Baumwoll-T-Shirt anziehen und losradeln. Gerade einfach, da braucht man sich nicht viele Gedanken machen, das sehe ich irgendwie viel hier. Und ich selber habe natürlich, ich repräsentiere eine Bekleidungsmarke und deswegen trage ich deren Kleidung beim Sport und auch im Alltag. Das ist aber eh recht schön, weil, was heißt recht schön? Das ist total toll, weil das sind Merino-Klamotten, die total multifunktional sind und vor allem halt auch einfach, der Übergang zwischen Sport und Lifestyle-Klamotte geht da fließend über, weil die nehmen keinen Geruch an zum Beispiel. Und daher ist es jetzt nicht so abwegig und auch vom Material her fällt es nicht auf, wenn ich die als normales T-Shirt zum Beispiel anziehe. Oder man kann gar nicht wirklich sagen, ist es jetzt T-Shirt, was ich zum Sport trage, oder ist es Sport-T-Shirt, was ich im Alltag trage? Ich würde gerne abschließend vielleicht noch von dir wissen, was so für deine Schicksalsschläge eigentlich waren. Also ich glaube, beim Mountainbike ist generell so, dass sehr, sehr viel passiert, vor allem im Sektor Verletzungen. Gab es bei dir eigentlich irgendeine Verletzung, die dich sehr, sehr stark ausgehebelt hat von diesem Sport? Zum Glück, toi, 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 bin ich recht verletzungsfrei durch die vielen Jahre bisher gekommen. Ich habe natürlich die ein oder andere schwere Verletzung gehabt, die zum Beispiel einen Kahnbeinbruch in meinem Handgelenk, da habe ich sehr lange mit zu tun gehabt, auch wegen der Beweglichkeit und der Belastbarkeit. Es hat mir lange zu schaffen gemacht, sicherlich so ein Jahr, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her und jetzt hatte ich akut im Dezember eine
schon arge Gehirnerschütterung. Und das sind oft bei mir zumindest total die mentalen Schwierigkeiten, weil die Krankheit an sich oder die Verletzung an sich, die geht vorüber. Da bin ich mir bei den meisten Dingen sehr sicher. Aber eben diese Zeit zu Hause, das auszukurieren und nicht wissen, wann man wieder anfangen kann und ob man auch diese Schwierigkeit, ist es jetzt zu früh, wenn ich wieder anfange oder wird mich das wieder zurückwerfen? Das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Mhm. Ja, zum Abschluss hätten wir nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was wären so Tipps für zukünftige Biker eigentlich? Was würdest du so Tipps und Tricks eigentlich ihnen auf dem Weg mitgeben? Boah, ich glaube, weil wir auch über das Rennenfahren gesprochen haben, ich glaube wirklich, dass egal, ob man jetzt große Ambitionen hat oder auch einfach nur zum Spaß die Sache macht, dass so ein Rennen echt eine tolle Erfahrung ist. Und jede, die mich darauf anspricht, sage ich, hey, fahr einfach mit, da und da bin ich am Start, da können wir auch gemeinsam fahren zum Beispiel. Und ich glaube, so ein Rennen bringt nochmal so eine nächste Komponente in den Sport, weil du hast irgendwie, gut, die Vergleichbarkeit ist jetzt vielleicht nicht für alle so wichtig, aber du hast ein extrem cooles Event und auch eine neue soziale Sache einfach, die ganz spannend ist einfach. Und vor allem, man hat auch so diese eine Chance, diesen Trail jetzt runterzufahren und da das Beste draus zu machen. Ja, und danach sieht man halt, ob man es geschafft hat oder nicht. Das ist auch ein Rennen mit sich selber so ein bisschen. Das finde ich auf jeden Fall toll. Und sonst einfach fahrt Fahrrad mit euren Freunden, sucht euch vielleicht auch Leute, die auf jeden Fall gleich stark seid wie ihr und auch stärker, weil ich glaube, gerade von den Stärkeren sieht man halt auch so eine Motivation, wo man noch hinkommen kann und man merkt, ach, die fahren noch einen Ticken schneller das Steinfeld runter und boah, was muss ich machen, damit ich da dranbleiben kann? Ja, Bremsen auflassen zum Beispiel oder auch das Gap hinterher springen zum Beispiel. Ich glaube, das ist super wichtig, wenn man vor allem auch besser werden möchte. Und dann ist, glaube ich, noch ultra wichtig, einfach mal Strava ausschalten, ein Eis essen gehen und ein Cappuccino trinken gehen, weil das ist das, was wirklich Spaß macht. Und nicht einfach nur auf die Stats schauen und ach, sind wieder nur 950 Höhenmeter und keine 1000. Scheiße. Genau, und zum Abschluss vielleicht noch ein Bier genehmigen. Ja, gerne. Ja, ich glaube, abschließend waren das dann doch noch schöne Wörter. Und in dem Sinne können wir uns im Namen Limitless auf jeden Fall bei allen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, also auch bei dir, Katrin, für deine Zeit und Unterstützung. Und wir hoffen, dass der Podcast unterhaltsam, motivierend und lehrreich war. Danke. Danke. Ciao. Ciao.